Ja, es ist schon ein bisschen später jetzt und ich weiß natürlich, um diese Uhrzeit werden viele ZDF-Zuschauer von ihrem Pfleger bereits bettfertig gemacht. Und ich bin tatsächlich vertraglich verpflichtet, diesen Menschen jetzt noch eine kleine Gute-Nacht-Geschichte mit auf den Weg zu geben. Super, also, das Märchen heißt Hans und nicht Karl Theodor im Glück und ist ein Märchen der Gebrüder Grimm. Bravo. Nein, leider falsch, denn unser Märchen heute Abend heißt Talibaba und die 40 Tanklaster. Und die Hauptrolle spielt ein junger Prinz namens Karl Theodor Maria Nikolaus Johann Jakob. Die Zeit haben wir jetzt nicht. Ein Prinz jedenfalls, den das Volk von Herzen liebte, weil er einst den magischen Opelblitz aus dem Felsen gezogen hatte. Und reden konnte er wie kein zweiter. Ja, er laberte so manchem eine goldene Klinke an die Backe. Und wenn der Edelmann allein war, fragte er immer wieder: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Schönste im ganzen Land? Aber der Spiegel sagte nur: Wo soll ich das wissen? Ich bin ein seriöses Nachrichtenmagazin, aber frag doch mal den Fokus. Da lachte der Prinz, denn er kannte diesen alten Witz noch nicht. Doch dann verging ihm das glockenhelle Lachen, denn er erbte ein Königreich. Das hieß Kundus. Und das wurde angegriffen von bösen, bärtigen Männern, die gekommen waren, um kostbare Tanklaster zu rauben. Da bekam der Heerführer Oberst Klein, ein echter Wolf im Schafspelz, eine furchtbare Wut und er hustete und pustete, bis alle Tanklaster weggepustet waren. Der Bote des Prinzen, bekannt als das tapfere Schneiderhahn, eilte zum Prinzen und dieser trat vor sein Volk, um zu verkünden, dass die Militärschläge und die Luftschläge vor dem Gesamtbedrohungshintergrund als militärisch angemessen zu sehen sind. Doch der Bericht vom tapferen Schneiderhahn ließ etwas ganz anderes vermuten. Und als das Volk nachfragte, fand der Prinz es militärisch nicht angemessen. Getreu dem Motto, meine Suppe esse ich nicht, meine Suppe hat mir ein anderer eingebrockt, sagte er also zum tapferen Schneiderhahn: Du hast mir treu und ehrlich gedient. Wie der Dienst war, so soll der Lohn sein. Oder mit anderen Worten, du bist gefeuert, du Pfeife. Der Prinz aber... Der Prinz aber hatte gar nicht gelogen, sondern lediglich nach seiner Maxime gehandelt. Ich schleife die Schere und drehe geschwind und hänge mein Mäntelchen nach dem Wind. Bravo. Bravo, bravissimo. Ja, aber Moment mal, euer Durchlauchte. Eine kleine Frage hätte ich da schon noch, und zwar... Okay, das war deutlich.